Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nun sind die langen Sommerferien vorbei. Aber noch immer ist unser Alltagsleben nicht so wie gewohnt. Die Folgen und Gefahren der Corona-Pandemie bestimmen unser Leben immer noch mit, im Privaten wie im Öffentlichen, auch in unserer Kirchengemeinde. Darum wollen wir auch jetzt im Herbst wieder die wöchentliche Andacht fortsetzen, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Besonders auch mit denen, die unsere Gottesdienste nicht besuchen können oder wollen. An diesem Sonntag mache ich mir mit Ihnen Gedanken zum Monatsspruch für den eben angefangenen Monat September. Dieser Monatsspruch steht im zweiten Korintherbrief des Paulus im fünften Kapitel und heißt: Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Unversöhnlich. Das ist ein beliebtes Schlagwort unserer Tage. Die Demonstranten in Berlin stehen der politischen Verantwortung unversöhnlich gegenüber. In den USA betreibt Donald Trump seinen Wahlkampf, indem er wichtige Probleme wie den Rassismus umso mehr befeuert. Und so unversöhnliche Lager schafft, mit denen er Wahlkampf machen will. Aber unversöhnliche Menschen oder besser unversöhnte Menschen erlebe ich auch im persönlichen Gespräch. Viele Menschen haben Lebensthemen, bei denen sie auf eine Weise unversöhnlich sind. Der lebenslange Konflikt unter Geschwistern, der Kleinkrieg mit den Nachbarn, die oder der, die mir vor langer Zeit etwas Schlimmes angetan haben. Mit denen kann ich mich nicht einfach versöhnen und will es vielleicht auch gar nicht. Unter der Decke des Alltags sind viele Konflikte ungelöst, sind Menschen unversöhnlich und unversöhnt miteinander. Der Apostel Paulus hat mit den Christinnen und Christen in der griechischen Stadt Korinth auch so ungelöste Konflikte. Paulus erlebt Unversöhnlichkeit am eigenen Leib. Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Man schätzt und achtet ihn. So reist Paulus schließlich mit einem guten Gefühl weiter. Aber dann werden andere Strömungen in der Gemeinde stark. Mit der Zeit wird in der Gemeinde immer mehr Kritik an Paulus geübt. Er sei ein schlechter Redner, schreibe immer nur schlaue Briefe, aber könne die Menschen nicht mitreißen, sei auch als Person unansehnlich und deprimierend. Paulus tut diese Kritik weh und Paulus wehrt sich. Er kämpft in seinem zweiten Brief an die Korinther um Anerkennung, aber auch um Versöhnung. Paulus will die persönlichen Verletzungen aufarbeiten. Dabei ist ihm aber eines wichtig: Die Menschen sollen sich besonders von Gott versöhnen lassen, und zwar versöhnen mit Gott. Das ist ein seltsamer Gedanke. Wie kann mich der versöhnen, mit dem ich ja gerade unversöhnt bin? Braucht es da nicht einen Vermittler, einen Schlichter? Ich denke wieder an die Demonstranten in Berlin. Sie werden von mir unverständlichen Ideen und Verschwörungstheorien auf die Straße getrieben. Wenn es nun den Politikern gelänge, mit den Demonstranten über ihre Ideen zu sprechen, ihnen aufzuzeigen, wie absurd sie sind, dann könnte es den Politikern vielleicht gelingen, die unversöhnlichen Demonstranten mit ihrer Politik zu versöhnen. Aber dazu müssen die Demonstranten ihnen zuhören, müssen ein Mindestmaß an Vertrauen fassen. Wenn Paulus schreibt: Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, dann steht dahinter eine ganz ähnliche Erfahrung. Gott sorgt sich um die Welt, die er geschaffen hat. Gott liegen die Menschen am Herzen. Seine Geschöpfe sind ihm eine Herzensangelegenheit. Aber die Menschen tun sich schwer damit, Vertrauen zu Gott zu fassen. Zu unsichtbar, zu groß, zu unzugänglich, zu abgehoben.
Und so wenden die Menschen sich naheliegenderen Dingen zu. Macht, Wohlstand, Ansehen. Das ist handfest. Danach kann man sich strecken. Gott gerät da aus dem Blick. Und das schmerzt Gott. Das schmerzt Gott so sehr, dass er einen unfassbaren Schritt unternimmt. Der große Gott wird in Jesus Christus Mensch. Gott leidet als Mensch, Gott stirbt als Mensch. Und nur so kann er die unversöhnten Menschen erreichen. Gott legt alle Abgehobenheit und Größe ab, bietet sich klein und hilflos uns Menschen zur Versöhnung an. Weil Gott versöhnte Menschen will, von denen der Geist der Versöhnung ausgeht. Amen. Wir beten: Gott, du versöhnst uns mit dir. Du lässt nichts unversucht, dass wir Menschen uns dir zuwenden, trotz all unserer Angst, trotz unserer Vorbehalte, trotz unseres Stolzes. So versöhne du uns mit dir, damit wir voller Hoffnung leben können. Sei bei allen, die in dieser Zeit Kummer haben. Begleite uns mit deinem Segen. Amen.